Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen, hier aus der Kapelle auf dem Höchsten. Schön, dass Sie mit uns feiern. Das werde ich nachher benutzen, um mir die Schminke, den Puder wieder aus dem Gesicht abzuwaschen oder das Gesicht zu reinigen, wie auch immer, jedenfalls, um sich abzuschminken. Das kennen Sie. Das hat man uns schon mal gesagt. Das kannst du dir abschminken. Wenn wir irgendwelche Hoffnungen hatten, wenn wir Erwartungen hatten. Wenn wir gut gelaunt waren und hoffnungsvoll und dann heißt es, kannst du dir abschminken. Das heißt, das kannst du vergessen. Es wird nicht eintreten, deine Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Boah, da ist man richtig frustriert. Macht das Leben auch gar keinen Spaß mehr. Wissen Sie was, wir brauchen uns bei Gott nichts abzuschminken. Es wird sich erfüllen. Alles, was er verheißen hat. Alles, was er versprochen hat. Dass er uns ins Leben rief und unser Leben gelingen soll. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich soll die Fülle des Lebens haben. Das müssen wir uns nicht abschminken. Daran dürfen wir uns immer wieder erinnern. Freuen Sie sich auf einen besonderen Gottesdienst. Wir werden heute tanzen. Jedenfalls eine Person, unser Gast, Eva Maria Siegmund, sie ist Tanzpädagogin und sie sagt doch tatsächlich, alles im Leben ist tanzbar. Bin ich gespannt drauf. Lassen uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Keine Tanzmusik, aber trotzdem fröhliche Lobpreismusik zur Ehre Gottes. Dazu lade ich Sie ein. Ich weiß nicht, ob man diesen Psalm tanzen kann, aber wir wollen ihn zusammen beten. Psalm 108. Mein Vertrauen steht fest, Gott. Darum will ich singen und musizieren. Für dich, du herrlicher Glanz. Erwache, du Klang von Harfe und Leier. Ich will das Morgenrot wecken. Dir danke ich unter den Völkern, Herr. Und für dich musiziere ich vor den Nationen. Denn deine Güte reicht über den Himmel hinaus und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und über die ganze Erde in deiner Herrlichkeit. Amen.
Wir müssen uns nichts abschminken. Du stehst zu deinem Wort. Verheißungen erfüllst du. Nichts wird unter den Teppich gekehrt. Nichts fällt vom Tisch. Guter Gott, du hältst Wort. Danke dafür. Und jetzt erfülle deine Versprechen, dass du uns aufrichtest, dass du uns tröstest, dass du uns neu ins Leben schickst mit Mut und Hoffnung. Rede zu uns, Herr. In Jesu Namen. Amen. Das ist Premiere heute in der Stunde des Höchsten. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Tanz. Tanz, T-A-N-Z. Und dazu haben wir eine Expertin eingeladen, das ist Eva-Maria Siegmund. Sie ist Rhythmikpädagogin, sie ist Musikpädagogin und sie ist Tanzpädagogin. Ich bin sehr gespannt und aufgeregt. Mit diesem Thema habe ich, liebe Frau Siegmund, nicht so ganz viel am Hut. Ich bin ein Tanzmuffel. Habe zwei Grundkurse mit meiner Frau abgebrochen. Lag es an meiner Frau, an der Tanzlehrerin, oder gibt es das wirklich, dass Menschen nicht tanzen können? Ich glaube, dass Menschen nicht tanzen können, das ist nicht die Frage. Die andere Frage ist, ob sie sich getrauen zu tanzen. Ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich intuitiv das Bedürfnis hat, sich zu bewegen. Und was man dann als Tanz definiert, sich freudvoll zu bewegen, schon allein wenn man ein Kind anguckt, das einfach nur loshüpft, das ist eigentlich der schönste Tanz. Und wenn man dazu steht und sagt, ja, ich tanze, ich habe was Schönes erlebt und ich hüpfe jetzt vor mich hin, auch als Erwachsener, dann würde ich sagen, Sie haben getanzt. Hüpfen kann ich, aber meine Tanzlehrerin wollte nicht, dass ich nur hüpfe, sondern da muss man ja diese Standardtänze können und da muss der Kopf mitmachen und das Rhythmusgefühl und die Bewegungslust. Und bei mir hat das nicht funktioniert. Bin ich in gewisser Weise gehandicapt? Schade, schade einfach, wenn Sie so eine Erfahrung gemacht haben. Sie sind nicht gehandicapt. Sie sind in diese Richtung gekommen, geführt worden, die ein bisschen frustrierend ist und die dann vielleicht Tanzmuffel erschafft. Aber ich glaube, dass das in jedem Menschen ist. Es kommt nur darauf an, was er tanzt und zu wem er kommt zum Tanzen. Ich würde Sie ganz herzlich einladen, einfach mal zu mir zu kommen. Mhm. Wenn ich tanze als Gebet, nachdem Sie ja in diesem Metier tätig sind, Tanz als Gebet einlad und einfach mal versuchen. Ich lade ein, Sie müssen überhaupt nicht gleich mitmachen. Bei mir kommen oft Menschen, die sich es erst mal anschauen und dann einfach mal mitbewegen und sich mal getrauen. Ich glaube, das ist es, mal hören, was das Innere spricht. Und nicht gleich denken, ich muss irgendwas leisten und es muss auf den Rhythmus stimmen. Ich glaube, das Wichtigste in meinem, wenn ich Workshops halte und wenn ich mit Menschen zu tanzen beginne, sage ich fast immer, ich schlage was vor, aber es gibt ganz viele Variationen. Auf die innere Stimme hören, sagen Sie. Ich höre gerade, wie mein innerer Schweinehund spricht, was ich oft gehört habe als Christ. Wer auf Erden das Tanzbein regt, dem wird's im Himmel abgesägt. Was sagen Sie meinem inneren Schweinehund? Über den inneren Schweinehund darf man sich überhaupt nicht unterhalten, weil das ist eigentlich Vergangenheit. Wir leben ja im Jetzt und dann mache ich einfach Mut dazu. Jetzt den inneren Schweinehund auf die Seite oder in die Hand nehmen und mit dem inneren Schweinehund tanzen. Probieren. Hast du es gehört? Weg mit dir, innerer Schweinehund. Also, ich überlege mir das nochmal. Wie lang tanzen Sie denn schon? Oh. Ja, ich bin ein Tanzmensch. Meine Mama hat immer erzählt, ich hätte schon im Bauch getanzt. Ich habe getanzt und ich habe geturnt, immer, das war immer mein Leben. Ich habe Musik machen dürfen, ich habe ein wunderbares Elternhaus gehabt im Schwäbischen und ich durfte, was musische Dinge angeht, einfach alles lernen, weil an dem, was man lernt, trägt man nicht schwer. So war die Einstellung schon von meinem Großvater und meinen Eltern. Und so durfte ich alle möglichen Tanzarten ausprobieren. Ich habe geturnt, Leistungsturnerin war ich, ich habe rhythmische Sportgymnastik gemacht, auch im Leistungsbereich. Und ich habe eben alles mitgenommen an Tanz, sei es Ballett, sei es auch mal African Dance, sei es internationale Folklore, was ich bis heute noch sehr, sehr gerne tanze und auch unterrichte. Und Jazzdance. Ich habe dann auch eigentlich in die Richtung von der Ausbildung gehen wollen, habe Sport studiert, weil ich wollte, dass das Tanzen mehr an die Schulen kommt und habe da einen ganz schweren Einbruch erleben müssen, weil ich mein Sportstudium aufgrund einem gesundheitlichen totalen Aus
abbrechen musste. Ich habe Rheuma gekriegt und eine Endokarditis und dann war es aus. Mhm. Und von heute auf morgen keine Bewegung mehr. Mhm. Und durchs Tanzen, langsam aber sicher, bin ich überhaupt wieder in die Lebendigkeit reinkommen. Mhm. Und dann bin ich in Tanzgang intensiv und habe dann Tanzgymnastik und Rhythmik in München Ausbildung gemacht. Mhm. Bin dann noch weitergegangen auch in die Physiotherapie, bin auch unter anderem auch Physiotherapeutin, sodass der therapeutische Aspekt des Tanzens bei mir immer mitschwingen darf. Ich habe eine Psychiatrie, Musik und Bewegung mit psychisch kranken Menschen auch eine Weile gemacht, habe da auch mal Staatsexamensarbeit geschrieben. Die werden dann so gesünder, als wenn man nicht tanzt. Das ist eine Möglichkeit, das ist eine Möglichkeit. Ich würde sagen, ganz viele psychische Krankheiten äußern sich ja so und auch innerlich, dass man in eine Starre kommt. Mhm. Und Tanz ist ja Bewegung. Mhm. Und alles, was Menschen wieder in Bewegung bringt, das ist das, was therapeutisch wirkt und was auch in die Lebendigkeit bringt. Mhm. Lebendig sein ist eben Leben. Das hört sich alles gut an und das hört sich alles wichtig, richtig und sinnvoll an, aber Sie bringen das Ganze ja noch mit Religion, mit Spiritualität in Verbindung. Also zum Beispiel Tanzend beten ist ein Workshop, ein Seminar von Ihnen oder Weihnachten, Ostern entgegentanzen. Wie kam es zu dieser Verbindung, dass man plötzlich Religiöses, Spirituelles, den Glauben mit dem Tanzen in Verbindung bringt bei Ihnen? Ich glaube, das ist genau das, dass Tanz so ehrlich ist, wenn man wirklich tanzt, dass man gar nicht ohne Religion tanzen kann. Wer wirklich innerlich tanzt, der hat diese Rückbindung. Ja. Und wenn man das wirklich erlebt hat, im Tanz, auch im Kreis zu tanzen, dann spürt man, dass da viel, viel mehr noch schwingt. Und da ist der Schritt, dass man tanzend beten, eigentlich ganz klein. Und ich mache es seit Jahrzehnten und finde es so schön, seit ich auch anfange, die Kirchen zu erobern, die Kirchenräume zu erobern, mit Menschen. Tanz als Gebet, das ist so was ganz Einheitliches. Das ist so nicht nur ein bisschen paar Worte und so ein bisschen schöne Worte vielleicht und auch nicht nur Musik, sondern Tanz ist eben ganzheitlich, ist verbindend. Mhm. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich möchte ja nicht nur allein vor mich hin tanzen, sondern ich tanze ja am allerliebsten mit Menschen und ich möchte jeden Menschen. Mhm. Ich habe zeitweise, die jüngste Teilnehmerin war 3 und der älteste war 93. Mhm. Und das geht, ja. Man kann Tanz immer überall unterrichten. Und gerade die Religion, gerade das Gebet, das darf ja nicht außen vor sein. Mhm. Wir haben einen schönen Satz von Ihnen gelesen, alles im Leben ist tanzbar. Ja. Das sagen Sie, nachdem Sie wegen Rheuma Ihr Studium abbrechen mussten und eigentlich zum Nichtbewegen verdammt waren. Gab es andere Situationen noch, wo Sie das Tanzbein an den Nagel hängen wollten und dann trotzdem wieder die Tanzfläche erobert haben? Ja, es gab so Situationen, eine ganz schlimme Situation, in der ich einfach erstmal nicht mehr tanzen konnte oder dachte, ich kann nicht mehr tanzen. Ich habe ganz plötzlich meinen Mann verloren. Mhm. An einem Herzinfarkt, nach jahrzehntelangem Zusammensein. Wir haben auch 5 gemeinsame Kinder. Und da war von heute auf morgen, war gefühlsmäßig die ganze Lebendigkeit weg. Und in die Lebendigkeit gekommen, in die Bewegung, aus dieser Starre raus. Ich habe kein Gleichgewicht mehr gehabt, das habe ich gar nicht gekannt von mir. Mhm. Ich wollte mich bewegen und bin geschwankt. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ganz, ganz dankbar, dass sie wieder durchs Tanzen reinkam. Und das ist ganz schön, da kommt ein Erlebnis dazu, dass es Tanz und Musik war. Mhm. Eine Freundin, die mich gut kannte, die hat mir eine CD in die Hand gedrückt und sagt, du, ich glaube, das Lied, das passt ganz gut und ich habe das kennengelernt und hör da mal rein, ich glaube, das tut dir ganz gut. Mhm. Jeden Tag so zu leben, von Reinhard Börner. Mhm. Und dieses Lied war für mich es war ein Segen für mich. Mit diesem Lied, das ich gehört habe und gehört habe, fing ich an, wieder in die Bewegung zu kommen. Und meine Tanzmenschen haben das natürlich vermisst, dass ich nicht mehr kam zum Tanzen und keine Tanzgruppen mehr geleitet habe. Und ich weiß noch, eine Freundin sagte zu mir, komm zum Tanzen. Und wenn wir gar nicht tanzen, dann heulen wir eben zusammen. Das ist die Verbindung, die zwischen tanzenden Menschen einfach entstehen kann. Die ist so innig, die kann so innig werden.
Und dann fing ich an, eine Choreografie, die erste Choreografie, choreografiere ganz viel selber, auf dieses Lied jeden Tag so zu leben, als würde es nur diesen geben, diese Stunde, diesen Augenblick. Zu tanzen mit Menschen, habe Menschen mitgenommen und das war eine Welle, die da plötzlich losgebrochen ist. Und ich würde sagen, seither ist Tanz als Gebet bei mir in meinem Leben noch intensiver. Mhm. Und ganz besonders schön natürlich, wenn ich den Musiker, den Reinhard Börner und seine Frau Marita an der Harfe dazu, wenn ich mit denen gemeinsam arbeiten darf. Sehen wir nachher noch mehr, auch in der Praxis, in unserer Kirchentanzfläche hier. Alles im Leben ist tanzbar. Das werde ich mitnehmen und darüber noch meditieren. Sie haben uns etwas mitgebracht. Darf ich das berühren? Ja, Sie dürfen, das darf man. Ich muss mal nochmal in die Kamera zeigen. Was gibt es dazu zu sagen? Was Das ist mein Halleluja-Engel. Ein Halleluja-Engel? Ja, der ist für mich, der zeigt genau das, was es tanzend sein darf. Nämlich ganz fest auf der Erde stehen, Wurzeln haben und die Verbindung zum Himmel finden. Und das ist im Halleluja, ist es genau das. Und ich habe den, ich war im Katholikentag in Leipzig, war ich auch tätig, auch als, habe auch Tanzworkshops, Tanz als Gebet gemacht mit vielen, vielen Menschen. Und der ist mir begegnet in einem Haus, in dem ich selber beim Opernpaar untergebracht war. Wunderschön, wäre eine ganz tolle neue Geschichte. Und immer lief ich an diesem Engel vorbei. Und meine Freundin, die dabei war, sagt, jetzt geh eben mal rein. Und dann bin ich reingegangen und habe den Engel in die Hand genommen und von vorne und hinten angeguckt und habe dann ganz vorsichtig mal nach dem Preis gefragt. Und dann bin ich wieder rausgegangen und dann sagt meine Freundin, und jetzt lässt du dir den zum nächsten Geburtstag schenken, du holst dir den. Und seither begleitet er mich. Und den habe ich dann mitgenommen in Leipzig noch in, wir haben in einer riesen Turnhalle getanzt und ich habe diesen Engel in die Mitte gestellt und es war einfach so ein Blickfang und das ist für mich immer noch mein Halleluja-Engel. Ich habe Sie auch als Engel erlebt hier. Herzlichen Dank, Frau Siegmund. Wir sehen jetzt gleich noch Tanz und Sie haben uns noch einen Text mitgebracht. Ja. Mit dem schließen wir. Ja. Ich habe einen Text, den ich oft lese. Ich lese gerne Texte und Gebete, immer wenn ich der Liturgie entlang tanze. In Kirchen, aber auch in Gemeinderäumen. Der ist frei, also etwas verändert, von Tina Wilms und heißt ursprünglich Mein Lied. Und ich habe ihn jetzt genannt, und er passt zu diesem Halleluja-Engel und überhaupt zu meinem Tanzen. Mein Halleluja. Herzschlag, der mir den Takt angibt. Atem, der meine Stimme trägt. Hände, mit denen ich klatschen kann. Füße, die stampfen und tanzen. Mal fröhlich, mal klagend, mal fließend, mal stockend. Schnell oder langsam, leise und laut. So tanze ich auf der Erde zum Himmel, mein Lied, mein Halleluja. Vielen Dank. Regen und Segen, Sie, Ihr Tanzbein. Dankeschön. Für Ihr Tanzbein. Wenn Sie Fragen haben zum Tanz oder Eva Maria Siegmund einladen wollen in Ihre Gemeinde, schreiben Sie uns, wir leiten Ihre Mails und Anfragen gerne weiter. Und jetzt freuen Sie sich zum einen auf Tanz mit Eva Maria Siegmund und freuen Sie sich auf die Predigt von Reinhard Börner zum Thema Tanz. Kyrie eleison, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. Herzen hast du uns gegeben, wir vertrauen dir oft nicht, der du Zweifler heilen konntest, erbarme dich. Augen hast du uns gegeben, wir erkennen dich oft nicht, der du Blinde heilen konntest, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. Ohren hast du uns gegeben, wir verstehen dich oft nicht,
der du Taube heilen konntest, erbarme dich. Hände hast du uns gegeben, helfen können wir oft nicht. Der du Lahme heilen konntest, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. Stimmen hast du uns gegeben, loben können wir oft nicht. Der du Stumme heilen konntest, erbarme dich. Alles liegt an deinem Segen, hier und jetzt und alle Zeit. Leite uns auf deinen Wegen, kommen selbst nicht weit. Kyrie eleison, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich. O Mensch, lerne tanzen. Sonst wissen die Engel im Himmel, mit dir nichts anzufangen. Das jedenfalls behauptet der Kirchenvater Augustinus. Lerne tanzen. Dieser Satz könnte auch zu David passen. David, dem legendären König von Israel. In einem seiner Psalmen heißt es: Du hast meine Klage in einen Freudentanz verwandelt. Ich preise dich, Herr, denn aus dem Abgrund hast du mich heraufgeholt und meinen Feinden keinen Grund gegeben, sich über meinen Sturz zu freuen. Herr, mein Gott, ich schrie zu dir um Hilfe und du hast mich wieder gesund gemacht. Du hast mich von den Toten zurückgeholt. Ich stand schon mit einem Fuß im Grab, doch du hast mir das Leben neu geschenkt. Du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt. Wenn ich mir das mal klar mache, wie David, der diesen Psalm geschrieben hat, normalerweise dargestellt wird, dann hätte ich diesen Satz von ihm nicht unbedingt erwartet. David ist ein Kämpfer, ein Siegertyp, ein richtiger Glaubensheld, aber auch ein Künstler, ein Harfenspieler, ein Liederdichter. Auf jeden Fall eine Ikone, ein leuchtendes Vorbild. Marc Chagall hat David mit seiner Harfe zu einigen Bildern inspiriert und die Geschichte von David und Goliath ist legendär, wurde schon mehrfach verfilmt. Klar, auch der hat seine Schattenseiten, seine Abgründe und er hat auch seine Affäre, seinen Skandal. Und trotzdem wird er als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet, eine schillernde Figur. Und der sagt über sich: Ich war ganz tief unten, so weit, dass es sogar schon meinen Widersachern aufgefallen ist. Die haben sich schon gefreut. Manchmal habe ich geschrien, manchmal habe ich mich wie tot gefühlt, wie lebendig begraben. Das klingt irgendwie nach Verzweiflung, nach Ausweglosigkeit. Vielleicht ist es das Tagebuch einer Depression oder einer lebensbedrohlichen Krankheit. Aber dann irgendwann Licht am Ende des Tunnels. Er selbst hat es einmal in einem seiner berühmtesten Lieder so gesagt: Es ist der Weg durchs dunkle Tal, der Weg durchs Todestal. Es wird nicht genauer gesagt, was da eigentlich passiert ist und warum es ihm so schlecht ging. David sagt nur: Gott hat mich da rausgeholt. Er hat meine Klage verwandelt
in einen Freudentanz, einen Reigentanz. Wie und auf welche Weise Gott das gemacht hat, auch das bleibt offen. Ich habe aber eine Vermutung, was diesem David vielleicht geholfen hat, seine Krisen zu überwinden. David ist Musiker, Harfenspieler. Er selbst hat die heilende Wirkung von Musik entdeckt. Er hat seinen Vorgängerkönig Saul oft beruhigt mit seiner Musik. Man muss sich diesen Saul vermutlich als recht schwierige Persönlichkeit vorstellen. Ein Mensch, hin und her gerissen zwischen Depression und Aggression. Und immer, wenn er einen seiner berühmten Wutanfälle gekriegt hat, dann wurde David gerufen, um auf seiner Harfe zu spielen. Musiktherapie, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Und vermutlich hat er auch selbst zur Harfe gegriffen, wenn er betrübt und angeschlagen war. Und dann hat er seine Emotionen in Texte und Lieder geschrieben. Seine Psalmen beweisen das. Naja, und so ein bisschen weiß ich es ja auch von mir selbst. Die Musik hat mir auch schon über manche Schwierigkeit hinweggeholfen. Oft greife ich dann zur Gitarre und spiele mir das von der Seele, was gerade belastet. Das tut gut. Und es hilft mir, manchmal Erlebtes in Texte und Lieder zu schreiben, um das zu verarbeiten. Musizieren und singen tun gut, auch Musik hören. Und ein drittes, David ist auch ein Tänzer. In einem seiner Lieder wird es ganz deutlich. Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfe, lobet ihn mit Pauken und Reigen. Reigen. Singen, musizieren, tanzen, das sind die Dinge im Leben von David, die da einen festen Platz haben, die ihm vermutlich geholfen haben, so manche Krise zu überstehen. Und beim Tanzen ist er dann auch mal aus der Reihe getanzt. Folgendes wird berichtet: Sie tanzten und lobten den Herrn mit allerlei Instrumenten, mit Harfen, Lauten, mit Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. Und David tanzte voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Schurz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Und jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem. Und die Musiker bliesen ihre Hörner. Und als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau Michal, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Und als er abends nach Hause kommt, bekommt er zu hören: Ach, wie würdevoll ist heute der Herr König vor seinem Volk aufgetreten. Bei deiner Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt, so etwas tut doch sonst nur das Gesinde. Aber David erwiderte: Ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Mich hat er zum König über sein Volk eingesetzt und ihm zu Ehren will ich auch künftig tanzen. Es ist nicht zu übersehen. Beim Tanzen scheiden sich die Geister. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen und auch Vorbehalte. Für manche Christen ist das Tanzen ja bis heute tabu. Erst recht in der Kirche: Ein Bein, das sich zum Tanze regt, das wird im Himmel abgesägt. Obwohl die Menschen in der Bibel sogar bisweilen zum Lobe Gottes tanzten. Friedrich Nietzsche meint ja sogar: Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde. Und der Salomo sagt: Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Wie auch immer, tanzen bedeutet Gemeinschaft. Er ist eine Aufforderung, ein Weg aus der Einsamkeit. Tanzen bedeutet auch in Bewegung sein, nicht stehen bleiben, nicht einfach nur einen Standpunkt einnehmen und unbeweglich darin verharren.
Wer tanzt, der bleibt beweglich. Und Tanzen ist auch ein Ausdruck von Lebensfreude. Tanzen gegen den Ernst des Lebens. Am trefflichsten hat es vielleicht wirklich der Augustinus ausgedrückt. Er sagt: Ich lobe den Tanz, denn er befreit den Menschen von der Schwere der Dinge, bindet den Vereinzelten an die Gemeinschaft. Ich lobe den Tanz, der alles fordert und fördert, Gesundheit und klaren Geist und eine beschwingte Seele. Tanz ist Verwandlung des Raumes, der Zeit, des Menschen, der dauernd in Gefahr ist, zu zerfallen, ganz Hirn, Wille oder Gefühl zu werden. Der Tanz dagegen fordert den ganzen Menschen, der in seiner Mitte verankert ist, der nicht besessen ist von der Begehrlichkeit nach Menschen und Dingen und von der Dämonie, der Verlassenheit und dem eigenen Ich. Der Tanz fordert den Befreiten, den schwingenden Menschen im Gleichgewicht aller Kräfte. Ich lobe den Tanz. O Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. Luther sagt ja, wer singt, betet doppelt. Das würde ja bedeuten, wer singt und tanzt, betet dreifach. Amen. Den Frieden im Rauschen der Wellen, den Frieden im schmeichelnden Wind, den Frieden über dem stillen Land, den Frieden der Sterne, die über uns sind, den Frieden wünsche ich dir, den Frieden wünsche ich mir. Den Mut, auch den Schmerz zu erfahren, den Mut, bis zum Gipfel zu gehen, den Mut, Unmögliches zu wagen, den Mut, auch den Stürmen zu widerstehen, den Mut wünsche ich dir, den Mut wünsche ich mir. Die Zeit, um wieder zu träumen, die Zeit, einfach glücklich zu sein, die Zeit zu spielen und zu lachen, die Zeit, von Zeit zu Zeit dankbar zu sein, die Zeit wünsche ich dir, die Zeit wünsche ich mir. Die Hoffnung auf all deinen Wegen, die Hoffnung da, wo du jetzt stehst, die Hoffnung wie Wind in den Segeln, die Hoffnung, die trägt überall, wo du gehst. Die Hoffnung wünsche ich dir, die Hoffnung wünsche ich mir. Wenn Sie auch zu den Tanzmuffeln gehören wie ich, fällt uns das ein bisschen schwer, zu glauben, dass Gott aus unseren Klageliedern Tänze macht, Reigen. Aber ich lade Sie ein, dass wir mutig das vor Gott bringen, was uns schwerfällt, und dann einfach Vertrauen haben, unseren inneren Schweinehund überwinden, Schatten überspringen. Kommen Sie mit, seien Sie mutig. Wenn Sie Probleme und Sorgen haben, schreiben Sie uns die, wir beten gerne mit Ihnen mit, miteinander und füreinander. Heiliger Gott, stell uns neu auf unsere Füße und lass uns spüren, dass es weites Land ist. Und wenn uns die Füße eingeschlafen sind, wenn sie uns nicht mehr tragen können, wenn es uns lähmt, was uns widerfahren ist, dann befreie uns zum Tanz. Mach uns unserem Klagelied einen Reigen. Guter Gott, hilf uns.
Hilf all denen, die gerade Grund zur Klage haben. Befreie sie aus ihrer Situation. Schenk Licht am Ende des Tunnels. Du bist ein Gott des Trostes, ein Gott des Lichtes. Danke dafür. Scheine, strahle, komm in unser Leben, Herr. Und wir wollen weiterbeten mit den Worten, die uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Ihr seid das Licht dieser Welt. Vielleicht nur ein kleiner Funke, aber dieser Funke fällt hell auf den Weg. Ihr seid das Salz dieser Erde. Vielleicht nur ein kleines Korn, aber dieses Korn wird man schmecken. Ihr seid die Stadt auf den Bergen. Vielleicht nur ein einzelnes Haus, aber dieses Haus strahlt festlich und fröhlich aus allen Fenstern. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schön, dass Sie mit uns gefeiert haben. Herzlichen Dank dafür. Wir möchten Ihnen gerne ein Lied von Reinhard Börner schenken, auf CD-Card, den irischen Segen, den wir gerade gehört oder miteinander gesungen haben. Melden Sie sich bei uns. Den Gottesdienst erhalten Sie auch auf DVD kostenlos. Bestellen Sie sich ein Exemplar, wenn Sie noch einmal nachfeiern möchten oder wenn Sie mittanzen möchten. Es gibt viel Werbematerial zum Gottesdienst, Flyer und Plakate, aber auch Postkarten. Machen Sie diesen Gottesdienst bekannt, dass noch viele Menschen mit in unsere Fernsehgemeinde kommen und Gott erleben, wie er wirklich ist. Danke für Ihre Unterstützung. Nur weil Sie wohlwollend an uns denken, können wir diese Arbeit tun. Danke dafür, wenn Sie uns unterstützen. Ich freue mich, wenn Sie reinschauen auf Facebook oder auf unserer Homepage. Auch so können wir miteinander täglich in Verbindung bleiben. Nun machen Sie es gut. Gott segne Sie. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederfernsehen.